Moin Moin, Jana und ich sind heute hier in Lübeck an der Kulturwerft Gollan. Hier ist nämlich heute Abend die Wahlarena des NDR. Mit Thorsten und dem Namenlosen. Ja, dem Mann ohne Nachnamen. Die Luses sind heute in großer Zahl vertreten hier an der Kulturwerft, um Thorsten nochmal Mut zuzusprechen, wenn er in die Arena nachher geht. Wir machen hier Rambazamba, zeigen der Jungen Union mal, wie man richtig Wahlkämpfe macht. Ist jetzt der Juso-Landesvorsitzende, Niklas Mühlbrook, der schreibt noch gerade fleißig hier Facebook-Einträge für die Instagram. Was erwartet uns denn hier heute von den Jusos? Sind alle Jusos. Wir sind so ein bisschen subversiv heute unterwegs. Also wir haben eher so ein paar kleine Schilder dabei, ein paar nette Sprüche. Ja. Du sollst nicht konfrontativ sein, es soll nett sein, alle sollen hier ihren Spaß haben. Und die eigentliche Show, die findet heute sowieso da drin statt. Genau. Wir werden unseren Spaß haben, die Junge Union ist schon ganz aggro. Zumindest mussten sie ungefähr 50 Plakate gefühlt mitnehmen. Ja, jeder hat eins. Das bedeutet natürlich eins. Schon so, vielleicht haben sie auch selber vergessen. Darf ich das zeigen? Mache ich dann Werbung für den Kandidaten? Das kann man zeigen. Ja, aus der Ferne kann man das eh nicht sehen. Ach du Scheiße, alle blau. Ist das die AfD? Ich hoffe zumindest nur blau, was die Jacke angeht. Ja, mal gucken. Ja, ist gut. Letztes Mal beim TV-Duell war es ja so tatsächlich, wir haben ja auch Plakate gefaked von der CDU und ein bisschen abgewandelt mit ein paar witzigeren Sprüchen. Und die haben sie uns echt kaputt gemacht, ne? Ja, die haben uns geschubst, die Plakate kaputt gemacht. Ja, Frechheit. Sogar ein Landtagsabgeordneter. Da gab es sogar einen Wikipedia-Eintrag über diesen Vorfall, das weiß ich auch noch. Völlig verrückt. Mal gucken, ob die sich heute benehmen können. Das wird bestimmt besser. Wer ist denn dieser Spitzenkandidat, Lars? Weißt du das? Ja, wenn ich das wüsste, also hier, es ist ja so, die tragen ja immer so Plakate rum, damit man den noch erkennt, aber ja. Wie er heißt, weiß ich immer noch nicht. Ja, Jana, da war Thorsten auch schon da. Ja, und danke, dass ich mit 16 gewählt habe. Ja, das hast du Thorsten eigentlich zu verdanken. Aber wir haben einen guten Empfang bereitet, oder? Oh ja, Thorsten hat da richtig Freude dran und ich glaube, er hat sich auch nochmal richtig bestätigt gefühlt. Ja. Und geht jetzt mit einiger Motivation in dieses Duell. Wir fahren jetzt ins Parteibüro hier in Lübeck und schauen uns das Duell an. Bis gleich. Muss überraschen. Ja, das TV-Duell, die Wahlarena ist schon vorbei. Thorsten hat es richtig gut gesagt. Hat er echt gut gemacht. Also der Kandidat der CDU war auch irgendwie super nervös und sind ganz vielen Fragen ausgewichen. Hat immer nur Angriffe getan. Er hat ein paar Mal versucht, Thorsten irgendwie Vorwürfe zu machen, aber hat immer richtig gut gekontert. Also, das war der Abend in Lübeck. Wir fahren jetzt nach Hause und dann geht es morgen weiter in Amersfoort.